Diese Frauen kämpfen um ihre Heimat und gegen einen chinesischen Bergbaukonzern. Jeden Tag sitzen sie hier in der Mitte des serbischen Dorfes Crivelli und bewachen diese Barrikade. Mit ihr verhindern sie, dass schwere Lkw durch ihr Dorf fahren, die die Wände hier zum Wackeln bringen. Während ich dort stand, fuhr ein Lastwagen nach dem anderen vorbei. Sie waren groß. Ich bin mir nicht sicher, welche Tonnage sie hatten. Und der Abstand zwischen ihnen betrug nur 4 oder 5 Meter statt 10 Meter. Die Straße bebt viel zu häufig. Ihr Gegner, die Xijing Mining, ein Bergbauunternehmen mit Sitz in China, das direkt am Ende des Dorfes Kupfer abbaut. 2018 übernahm Xijing die örtliche Mine und vervierfachte die Produktionsmenge. Die Folgen? Mehr Staub, mehr Laster und noch mehr Umweltverschmutzung. Die hat allerdings schon lange vor der Übernahme der Mine durch die Chinesen begonnen, berichten Einwohner. Eine Untersuchung fand nun heraus, dass Gewässer und Böden mit Schwermetallen wie Blei, Arsen und Cadmium belastet sind. Früher hatten wir alles. Scheunen voll mit Getreide, Kisten voller Kartoffeln und Zwiebeln. Jetzt haben wir nichts mehr. Überhaupt nichts. Können Sie sich das vorstellen? Nachdem die Leute von Xijing gekommen waren, um das Ausmaß unserer Schäden zu begutachten, sprach uns eine Frau an und sagte: Machen Sie nur, reichen Sie einen Antrag auf Schadenersatz ein. Aber es wird nichts dabei herauskommen. Die Frauen konnten nun einen ersten Erfolg erzielen. Xijing Mining stimmte zu, vorerst keine großen Lkw mehr durch das Dorf fahren zu lassen. Doch langfristig geht es um mehr als um den Verkehr in Crivelli. Denn viele hier haben für sich bereits entschieden, das Dorf ist nicht mehr zu retten. Die Zahl der Schulkinder ist um 2/3 in den letzten Jahren gesunken. Die Häuser bekommen immer mehr Risse. Die ultimative Lösung besteht darin, die Bewohner aus diesen Gebieten an einen besseren Standort umzusiedeln. Einige wurden schon umgesiedelt, doch viele Einwohner sind Walachen, Mitglieder einer ethnischen Minderheit in Serbien. Sie möchten nur gemeinsam an einen neuen Ort ziehen und ihre Geschichte mitnehmen. Über Jahrhunderte haben sie ihre eigene Sprache und Gebräuche erhalten. Wir kämpfen weiter und bestehen darauf, dass die neue Siedlung den Namen Crivel erhält und dass einige unserer alten Gebäude an den neuen Standort verlegt werden. Zusammen mit der Kirche und dem großen Friedhof, auf dem sich über 3000 Grabstätten befinden. Doch die Bergbaufirma macht laut der Bewohner für ihre Häuser nur Angebote weit unter Marktwert. Jetzt bleibt abzuwarten, ob sich beide Parteien annähern können oder die Frauen aus Crivel wieder auf die Barrikaden gehen werden.